Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Telekom-Webinar Mobile Daten im Griff. Verwalten und schützen Sie Ihre mobilen Daten. Mein Name ist Gerhard Lichtentäler, Ihr Moderator des Telekom-Webinars. Ich begrüße ganz herzlich unseren Experten zu dem Webinar, Herrn Oliver Feiler, Senior Sales Director der Vandera Limited. Herr Feiler, die meisten Unternehmen setzen inzwischen auf mobile Arbeitsplätze, weil Mitarbeiter im Außendienst sind oder auch schon mal von zu Hause arbeiten. Und insbesondere mobile Arbeitsplätze sind Gefahren ausgesetzt und das bedeutet ein Risiko für Unternehmen. Stichworte sind Sicherheit, Datenschutz, Datenklau und. Und sogar die Steuerung und Optimierung des Datenvolumens sollen möglich sein. Sie behaupten, Vandera macht Smartphones, Tablets und Laptops sicher und optimiert die Datennutzung. Wie sieht das konkret aus, Herr Feiler? Ja, vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für die Frage. Ich würde gerne direkt in die Slides einsteigen. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dem Ablauf. Ich werde die kommenden Slides abhalten und versuchen, Ihnen, den Teilnehmern, ein gutes Bild der Lösung zu verschaffen und würde dann gegen Ende unserer Session eine Live-Demo, einen Live-Hack vorführen, in dem ich aufzeigen werde, wie einfach es tatsächlich ist, mobile Endgeräte mit einer Phishing-Attacke zu hacken und damit wichtige Informationen und Einblicke in das Unternehmen und in die Daten, die auf dem Endgerät oder aber auch in der Cloud sind, zuzugreifen. Zunächst ein Graph, der aufzeigen soll, wie sich die IT verändert, die Landschaft der IT, die Geräte, mit denen in der IT die Mitarbeiter versehen werden, um diese dann auch produktiv und effektiv arbeiten zu lassen. Hier können wir sehen, dass im Jahre 2016 zum ersten Mal in der Geschichte die Datennutzung von mobilen Endpunkten größer war als die Datennutzung von den klassischen traditionellen Endpunkten wie Laptops und Desktops. Basierend auf dieser Erkenntnis, dass jetzt wesentlich mehr Daten über die mobilen Endpunkte konsumiert werden, entstehen auch, wie Sie schon richtig in Ihrer Einleitung gesagt haben, neue Herausforderungen, die sich der IT gegenüber sieht. Und diese können mit Hilfe von Vandera behoben bzw. eingedämmt werden. Wir unterscheiden essentiell in zwei verschiedene Gruppierungen, wenn es um Bedrohungsarten geht. Bedrohung im klassischen Sinne, sprich Endpoint, Cyber Security Protection Themen, die von außen auf das Endgerät, aber auch auf den User einwirken. Zum anderen aber auch die mobile Datennutzung, das Nutzungsverhalten des individuellen Nutzers, der mit dem Endgerät Zugriff, ob es nun ein Business-owned Device ist oder ein BYOD-Szenario, spielt in diesem Zusammenhang eine untergeordnete Rolle, denn es geht hierbei darum, die Datennutzung gemäß meiner Datennutzungsrichtlinien und Vorgaben, die ich im Unternehmen habe, diese auch mit Regeln und mit Aktionen zu versehen. Geht es eben auch darum, dass man sagt, die Datenvolumen, die ja einhergehen mit der Nutzung des mobilen Gerätes, dass man die auch dafür eben nutzt, wofür das Gerät auch zur Verfügung gestellt worden ist, um da noch ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen? Vollkommen korrekt. Es ist auch hier, deswegen hatte ich ganz kurz zwei verschiedene Szenarien angesprochen. Das Szenario 1, wonach das Unternehmen das Endgerät zur Verfügung stellt. Szenario 2 ist, wo der Mitarbeiter sein eigenes Gerät für dienstliche Zwecke benutzen kann. In beiden Fällen ist es so, wie Sie richtig gesagt haben, dass ich hierbei als Unternehmen sicherstellen will, teilweise muss, wenn wir uns über Compliance-Richtlinien unterhalten, dass ich die Datennutzung dementsprechend anpasse bzw. freigebe. Dem geht Hand in Hand die Tatsache einher, dass ich durch die Datennutzung sowohl im In- als auch im Ausland Kosten verursache, die dann dem Unternehmen auf das Unternehmen zutreffen und damit behandelt werden müssen. Das heißt, generell um die Basis dessen, was Vandera macht und anbietet, ist, wir verschaffen ein granulares Verständnis für die mobilen Daten. Basierend auf dieser Erkenntnis, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, haben wir dann die Möglichkeit,
die auf dieser Slide hier aufgezeigten Themen zu adressieren, indem ich zum einen sicherstellen kann, dass die mobilen Daten sicher transferiert werden und sicher verarbeitet werden, dass ich Inhalte, da kommen wir zu dem Stichwort Datennutzungsrichtlinien, Compliance-Richtlinien, aber auch DSGVO, dass diese Inhalte, die Daten gemäß dieser Vorgaben auch behandelt werden und zu guter Letzt Stichwort der Datennutzung, wonach ich hier festlegen kann, welche Schwellwerte ich vergeben möchte hinsichtlich gewisser Mobilfunkkosten, dass ich eine Echtzeiterkenntnis darüber habe, wie viele Daten ich verkonsumiert habe, aber auch wofür diese Datennutzung angewandt wurde, sodass ich sowohl auf User-Seite als auch auf Nutzungsseite dieses Verständnis habe, aber eben auch auf Unternehmensseite, um hier Themen wie Expense Management, Compliance und Sicherheit zu adressieren. Also die Zahlen, die Größenordnung sind ja schon enorm, wenn man sich das mal genau anguckt. 72%. Korrekt. Das sind auch hier Daten, die von Marktanalysten bereitgestellt werden. In diesem Falle ist es eine Kombination aus Gartner und Market Research, wo wir hier sehr, sehr viel Zahlen identifizieren können, die sich in den Kunden widerspiegelt. Diese Zahlen nebenbei bemerkt, die findet sich auch sehr, sehr ähnlich, in sehr, sehr ähnlicher Form innerhalb der Wandera Kunden. Wir haben Stand heute knapp über 1400 Kunden global, die mit Wandera ihre Endpunkte absichern. Und da spiegeln sich diese Zahlen sehr, sehr ähnlich wieder. Okay. Auf folgender Slide möchte ich ganz kurz einen Snapshot geben über die mobile Bedrohungslandschaft, speziell bezogen auf die mobilen Endpunkte wie Smartphones und Tablets. Hier habe ich durch die Vielzahl der Endgeräte, der Vielzahl der Betriebssysteme, aber auch der Applikationen, der Anzahl von Applikationen und App Stores eine sehr, sehr große Hürde für die IT zu nehmen, um sicherzustellen, dass nicht nur das Endgerät als physisches Gerät abgesichert ist, sondern eben auch die Daten, die auf dem Endgerät sich befinden oder aber mit den diversen Applikationen, die Zugriff auf diese Daten haben, dass ich diese auch in Echtzeit analysieren kann und auch gemäß meiner Vorgaben behandeln kann. Ein paar Beispiele hier sind bebildert, schädliche Apps, Netzwerkbedrohungen wie beispielsweise Man-in-the-Middle-Attacken, wo sich das Endgerät wissentlich oder unwissentlich mit einem mobilen Hotspot verbindet. Sehr, sehr einfaches Beispiel hierbei ist, wenn ich mich auf Reisen befinde und ich connecte mich mit einem bekannten Hotspot am Airport, dann gibt es verschiedenste Devices, die diesen Hotspot, diesen freien WLAN-Zugang imitieren und mein Device im Prinzip glauben lassen, dass es sich um diesen bereits bekannten Hotspot handelt, schaltet sich dazwischen und gewährt somit dem Hacker, der diesen Hotspot bereitstellt, wichtige Einblicke in die Datennutzung. Datenverlust ist auch ein Punkt, der häufig wissentlich oder aber auch unwissentlich dazu beiträgt, dass sensitive Daten, PII im Englischen genannt, Personal Identifiable Information, dass diese mit Dritten geteilt werden. Einfaches Beispiel hier wäre eine schadhafte Software, eine Malware. Da sind wir dann auch schon bei C2 und Data Exfiltration, was eine Malware ist, die im Prinzip ein Command and Control ausführt, um hierbei wichtige Informationen abzugreifen. Als Beispiel hierbei wäre die Remote-Funktion für das Mikrofon, sodass ich hier durch diese Malware in der Lage bin, das Mikrofon des Endgerätes an- und auszuschalten. Das gleiche gilt natürlich auch für die Kamera, sodass ich hier eine Echtzeitbedrohung habe, die auch in Echtzeit identifiziert und behandelt werden muss, um hier wichtige Informationen vor dem Verlust zu schützen. Last but not least, das Thema Phishing. Das ist aktuell, auch hier diese Zahl ist von Gartner belegt,
86% von Datenverlust ist auf eine Phishing-Attacke zurückzuführen bei den mobilen Endpunkten. Bei den traditionellen Endpunkten gibt es diverse Lösungen, die sich speziell mit dem Thema E-Mail-Phishing-Attacken befasst. Auf dem mobilen Endpunkt aufgrund der verschiedenartigsten Möglichkeiten, diese Attacke auszuführen. Da sprechen wir nicht nur über E-Mail, da sprechen wir über Social Media, da sprechen wir über Apps, da sprechen wir über Textnachrichten, die versendet werden können, um denselben Erfolg zu generieren. Daher brauche ich zwingend eine Lösung, die auf mobile Endpunkte spezialisiert ist, die diese Phishing-Attacke in Echtzeit identifiziert, Sie als Administrator darüber informiert und Ihnen die Möglichkeit gibt, diesem vorzubeugen, sodass auch hier wieder im Sinne der DSGVO sensitive Daten geschützt werden. Und das sind ja eigentlich nur in Anführungsstrichen die Bedrohungen, die von außen jetzt herangetragen werden und die hierdurch jetzt vermieden werden. Korrekt. Was wir auch haben, sind die Themen, die von innen herangetragen werden. Mit innen meine ich hier speziell den Nutzer. Der Nutzer ist häufig gänzlich, dem ist gänzlich unbewusst, welche Daten er mit Dritten teilt, hat häufig auch nicht die Kenntnis darüber, welche Services welche Daten benutzen, ist dann schockiert, wenn er feststellt, dass speziell Social-Media-Plattformen oder auch Streaming-Plattformen einen extrem hohen Anteil an seinem Datenvolumen verbrauchen. Dadurch erzeugt er extrem hohe Kosten, gibt gleichzeitig Drittanbietern die Möglichkeit, über diese Plattformen Informationen zu erhalten. Beispielsweise hierbei sind auch Spiele und Online-Games zu nennen, die sich während der Installation Zugang zu diversen Themen auf dem mobilen Endpunkt gewähren lassen. Stichwort Adressbuch, Stichwort Mikrofon, Stichwort Location Service. Das sind alles Themen, die während des Installationsprozesses vom User akzeptiert werden müssen. Und in dem Falle mache ich dann die Tür auf für Drittanbieter, die dann Zugriff, wie bereits genannt, auf mein Adressbuch generieren. Aber da müsste ich doch direkt von vornherein dafür Sorge tragen, dass gerade Games oder Gamings nicht möglich sind, insbesondere dann nicht, wenn es um geschäftlich genutzte Devices geht. Vollkommen korrekt. Wobei auch hier müssen wir uns zwingend auf die Individualität des Kunden und der Vorgaben der Kunden anpassen. Soll heißen, es gibt immer wieder in Unternehmen die Ansage, dass obwohl es sich hierbei um ein Business-Endgerät handelt, dennoch die private Nutzung ausdrücklich erlaubt ist. Für diese Fälle haben wir dann, und das bringt dann auch den Übergang zu der Slide, die aktuell aufgelegt ist, die verschiedensten Nutzungs- und Nutzungsszenarien, die Unternehmen aufgesetzt haben, können hiermit abgedeckt werden. Ich kann hier sehr, sehr restriktiv sein, indem ich, wie Sie gerade angemerkt haben, dass ich die Installation von Spielen gänzlich untersage. Ich kann aber auch etwas linearer sein, indem ich als Beispiel Spiele zulasse, will aber gleichzeitig sicherstellen, dass eben diese Zugriffe auf Adressbuch, dass Themen wie Information Sharing, dass diese einfach nicht erlaubt werden, sodass ich hier den Echtzeitschutz weiterhin habe, zeitgleich aber sicherstelle, dass ich gemäß meiner Nutzungsrichtlinien dem Nutzer weiterhin erlaube, Spiele auf dem mobilen Endgerät zu installieren. Aber eben ohne, dass die geschäftlichen Daten gefährdet sind. Korrekt. Das muss im Mittelpunkt der Aktivität stehen, wenn man sich vor Augen führt, dass in den letzten Jahrzehnt die IT darum bemüht war, die Laptops sicher zu gestalten, sodass ich hier mit Malware Protection, mit Antivirus, mit Firewalls, ich versuche, dass dieses Endgerät sicher zu halten, sodass der User, der Mitarbeiter von unterwegs mobil mit diesem Endgerät arbeiten kann, Zugriff auf Unternehmensressourcen sich sichern kann. Zeitgleich die IT aber
feststellen und festhalten muss, dass diese Kommunikation abgesichert ist. Genau dieses muss jetzt auch basierend auf den Erkenntnissen, dass die mobile Datennutzung mehr und mehr wächst, muss dieses Umdenken in der IT in Richtung mobile Endpunkte gehen, sodass ich dieselbe Aufmerksamkeit in mobilen Endpunkten schicke, die Daten absichere, gleichzeitig dazu beitrage, dass meine mobilen Kosten in dem Rahmen sind, dass ich budgetiert habe für die Mobilfunkkosten, sodass ich hier alle drei Themen, die Kostenseite, die Kommunikation, die Absicherung des Endpunkts, aber auch das Thema Compliance aus einer Hand mit einer Lösung absichern kann. Wichtig an der hier aufliegenden Slide ist, dass ich hatte vorhin in einem Nebensatz erwähnt, dass wir hier zwingend zusätzlich zu der Tatsache, dass wir die Daten auf dem Endpunkt, aber auch die Daten in der Cloud und die Kommunikation außerhalb des Endgerätes absichern, haben wir technologische Partnerschaften mit allen Mobile Device Management Firmen beziehungsweise UEMs und EMMs. Ein paar sind hier aufgezeigt mit Citrix, VMware, Mobile Iron und Intunes, die drei vier Marktführer, die wir hier haben. Mit diesen haben wir eine Partnerschaft, soll heißen, wir können zum einen die Inbetriebnahme der Lösung, das Ausrollen der Lösung auf den Endpunkt kann über diese EMM, UEM-Hersteller vereinfacht werden. Zum anderen sind die beiden Systeme auch so miteinander verknüpft, dass sie Informationen in Echtzeit austauschen, sodass ich hier Policies automatisch triggern kann, wenn die Lösung Bandera eine Gefahr in Echtzeit identifiziert. Hierbei nochmals die Unterscheidung, ein UEM-MDM-Hersteller ist per Definition eine Lösung, die sich mit dem Endpunkt befasst. Bandera passt sich diesem nahtlos an, sodass wir hier zusätzlich zu dem, was eine EMM-MDM bereitstellt, Themen wie mobile Datensicherheit, ob kostenseitig oder aber auch Security befassend, dass ich diese zusätzlich abdecken kann und ich hierbei feststellen kann, dass ich die Themen, die durch eine reine Endpunktlösung nicht abgedeckt werden, dass diese mittels Bandera abgedeckt werden können. Also dann ist das auf den Punkt gebracht eigentlich der Mehrwert von Bandera, dass man gerade das Datenvolumen, das was genutzt werden kann und oder nicht genutzt werden kann, steuern kann. Und das eben gemanagt oder aber auch ungemanagt. Das liegt dann auch in der Entscheidung des Kunden, oder? Vollkommen korrekt. Hängt auch davon ab, ob der Kunde ein EMM, MDM einsetzt. Ja. Hierbei sei auch ausdrücklich erwähnt, wir sind nicht zwingend auf ein EMM angewiesen. Das heißt, Bandera ist eine Standalone-Solution. Wir arbeiten nur sehr, sehr gut mit EMMs zusammen. Ob der Kunde ein EMM hat oder nicht, ist aus Bandera-Sicht unerheblich. Das war nochmal eine wichtige Information. Dankeschön. Auf der jetzt vorliegenden Slide würde ich ganz gerne ein, zwei Sätze verlieren aufgrund der Architektur. Ich bin mir dessen bewusst, dass wir als Lösung sehr, sehr viele Themen adressieren und auch sehr, sehr viel behaupten zu können. Auf dieser Slide will ich ganz kurz, ohne zu technisch zu werden, kurz darlegen, wie dieses möglich ist, dass wir hier diese Themen, die wir adressieren, in Echtzeit beeinflussen bzw. visuell darstellen können. Bandera, unsere Lösung, basiert im Prinzip von der Architektur her aus zwei Bausteinen. Wir haben eine Präsenz auf dem Endgerät, eine App, und zusätzlich eine Instanz in der Cloud. Nebenbei bemerkt, diese ist gehostet in der OTC, in der Open Telekom Cloud. In Deutschland unterliegt somit nicht nur dem europäischen, sondern auch den deutschen Datenschutzrichtlinien. Bandera ist auch als Lösung GDPR oder DSGVO-konform. Das heißt, wir haben uns hier dem Audit unterzogen, dem internen Audit, um sicherzustellen, dass nicht nur die Daten, die wir im Sinne unserer Kunden behandeln, gemäß DSGVO behandelt
sind, sondern eben auch die Endpunkte, die mit Wandera versehen werden. Die Endpunkte unserer Kunden sind dann auch gemäß der DSGVO konform. Zweiter das Punkt, gerne. Nochmal unterstreichen, ja, die Open Telekom Cloud, die OTC, ja, das ist nochmal ganz wichtig, die ist in Deutschland und die Daten bleiben auch in Deutschland und das ist ein ganz wichtiges Kriterium, was den Sicherheitsaspekt anlangt. Und bevor Sie weitermachen, Herr Feiler, vielleicht eine ganz kurze Antwort auf die Frage, die hier reingekommen ist, kann es auch in den UEM von BlackBerry integriert werden? Kann es, ist eine sehr, sehr gute Frage, kann integriert werden. Was wir hier haben, ist ein sogenannter App-Push-Mechanismus, wonach wir die Lösung so mit der BlackBerry UEM verbandeln, sodass ich hier aus der Konsole heraus die Lösung, Stichwort die Applikation von uns, vorkonfiguriert an den jeweiligen User, Schrägstrich die Nutzergruppe, die in der BlackBerry UEM identifiziert und vordefiniert ist, kann diese per Push-Mechanismus auf das Endgerät gepusht werden. Und dann ist vom Installationsprozess sehr, sehr ähnlich, wie wenn ich eine App mir aus dem App Store downloade. Danke. Sehr gute Frage. Hat leider aus platztechnischen Gründen den Weg nicht in die Slide gefunden. Aber auch da nochmal, um das festzuhalten, alle gängigen MDMs werden von uns unterstützt. Wir konnten aus platztechnischer Sicht nicht alle benennen, aber auch da, wenn da noch Fragen sind, wenn es andere MDMs gibt, die jetzt hier nicht benannt wurden, dann können wir die gerne im Nachgang auch behandeln. Ein weiterer Punkt, und das ist auch ein kleiner Blick auf die Roadmap. Wir sehen hier neben Endpoint Applications sehen wir auch Secure Access Layer. Secure Access Layer ist im Prinzip unsere Möglichkeit, die sich gerade in der finalen Phase befindet, bevor es Marktreife erhält, dass wir für den Kunden, wir sprechen hier speziell über Kundensituationen, die sehr, sehr stark BYOD, Bring Your Own Device, fokussiert sind, haben wir hier die Möglichkeit, auch die Lösung security-seitig so aufzusetzen, dass wir hier nicht mehr zwingend auf die Cloud-Architektur zugreifen müssen, sondern dass die Lösung als klassische Endpoint-Security-Lösung aufgesetzt werden kann, mit Hilfe von DNS-Funktionalitäten, die wir im Hintergrund laufen haben. Das heißt, die Architektur, so wie sie sich heute darstellt, bezogen auf alle drei Themen, mit allen drei Themen nochmals erwähnt, Kostenkontrolle, Compliance und Security, habe ich die Kombination aus On-Device Applikation, aber auch dem Cloud Gateway in der OTC. Damit habe ich die Möglichkeit, nicht nur die Daten zu visualisieren, die auf dem Endpunkt behandelt werden, sondern eben auch alle Daten, die sich in Transit befinden, alles, was zum und vom Endgerät weggeht. Wichtiger Hinweis, speziell was das Thema Datensicherheit angeht, wir behandeln keine Daten, die mit einem Security Layer versehen sind. Das heißt, alles, was VPN, SSL encrypted ist, bypasst unseren Service. Da gewähren wir keine Einsicht. Technisch wäre das logischerweise möglich, aber dann würden wir keinen Sign-off bekommen aus datenschutzrechtlicher Sicht. Somit bleiben dieser Datenstrom bleibt unbehandelt. Was wir feststellen können, ist die Menge, die darüber gelaufen ist, aber nicht den Inhalt. Vom Inhalt her, letzter Satz hierzu, gewähren wir auch ausschließlich Erkenntnisse darüber, welche Top-Domain angesprochen wurde. Egal, ob diese von der Applikation oder dem Browser initiiert wurde. Wir gewähren nur Einsicht darüber, ob als Beispiel YouTube benutzt wurde, nicht aber welches Video oder welches Medium auch innerhalb YouTubes benutzt wird, ist für unseren Service auch gänzlich unerheblich. Wir würden lediglich sehen, dass es sich um youtube.de oder .com handelt. Okay, das waren nochmal wichtige Informationen. Und ich glaube, die VPN-übertragenen Inhalte, die sind ja dann aufgrund des VPN schon geschützt. Korrekt, korrekt. Letzter Satz hierzu, zu der aufliegenden Slide ist, all diese Themen,
nicht nur das, was Wandera als Standalone bietet, soll heißen die Applikation auf dem Endgerät, das Cloud Gateway und aber auch den Secure Access Layer in Kombination mit EMM-Anbindung, kann dann alle Daten, die sicherheitsrelevant sind, auch automatisch exportieren in eine der genannten SIEM-Plattformen. Die wichtigsten oder die größten hier sind eben Palo Alto, QRadar oder auch Splunk, wo ich hier die Daten automatisch exportieren und in diese Lösung importieren kann, sodass ich hier nicht nur die traditionelle Infrastruktur, was Security Incidents angeht, abdecke, sondern eben auch durch die zusätzlichen Erkenntnisse, die ich über meine mobile Flotte bekommen habe, diese können hier auch integriert werden. Und das heißt auch, ich bin nicht nur von der Darstellung in der Web-Applikation abhängig, sondern ich kann es auch in meine bestehenden Systeme integrieren über eine API oder wie auch immer. Korrekt, ist komplett richtig. Okay. Ein schöner Punkt, den Sie da auch erwähnt haben, ist die Applikation selbst. Das heißt, ich habe hier als User jederzeit den Einblick in mein Datennutzungsverhalten. Das heißt, ich kann für mich selbst feststellen, welche Daten, Services laufen gerade, was verursacht mir Kosten. Ich habe volle Transparenz in die Policies, die mein Arbeitgeber für mich identifiziert hat. Stichwort, ich vergebe im Datenlimit, im Roaming, im Ausland, im Inland, innereuropäisch. Ich kann bezogen auf Cellular und Wi-Fi verschiedene Einstellungen festlegen, sodass ich hier jederzeit volle Transparenz habe und ich bekomme auch Echtzeitbenachrichtigungen direkt auf mein Endgerät, die für mich in der Konsole, die ist webbasierend, die für mich hier von meinem Arbeitgeber hinterlegt werden. Finde ich auch einen guten Punkt, weil ich dann mich selber kontrollieren kann und nicht unbedingt auf den mahnenden Zeigefinger meines Admin angewiesen bin, wenn da irgendwas aus dem Ruder laufen sollte. Korrekt. Das war bei mir ähnlich, als ich vor knapp 4 Jahren bei Wandera angefangen habe und dann die Lösung auf dem Endgerät installiert habe, war ich schockiert zu sehen, wie viel Daten speziell über Social Media Plattformen liefen, ohne dass ich diese aktiv benutzt habe. Das Ganze führt darauf zurück, dass diese Plattformen sogenanntes Pre-Buffering betreiben, wonach alle Videos und Media-Contents, die als Beispiel auf Facebook in den Feed laufen, die werden automatisch im Hintergrund hochgeladen für die Eventualität, dass ich diese ansehen will, sodass ich hier nicht lange warten muss, bis das Video geladen ist. Bedeutet aber auch, dass 99% dessen, was im Hintergrund hochgeladen wird, für mich gänzlich unerheblich ist. Gut zu wissen, Dankeschön. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, was ist Extend? Ich bin auch riesengespannt, was das genau ist. Danke. Extend ist unsere Lösung, die wir aus Data Management Sicht auch für Laptops und SIM-enabled Endgeräte anbieten. Soll heißen, wenn Sie einer der glücklichen Nutzer eines Multisim-Tarifs der Deutschen Telekom sind, ist es häufig so innerhalb unserer Kunden, dass die eine SIM-Karte einen Weg ins iPhone oder in ins Smartphone findet, die zweite SIM-Karte häufig ins Tablet wandert und die dritte sich dann auch sehr, sehr häufig in SIM-enabled Devices oder aber auch in Laptops wiederfindet. Das führt dazu, dass wir mit der Lösung nicht nur in der Lage sind, die mobilen Endpunkte, sondern eben auch die Laptops Data Management-seitig, das heißt das Verständnis, die Visualisierung der mobilen Daten, aber auch den Echtzeitschutz hinsichtlich der Mobilfunkkosten auf diesen Endgeräten, dass diese auch abgesichert und sichergestellt werden können, dass diese gemäß meiner Richtlinien auch angewandt wird. Im Prinzip ist es lediglich eine Erweiterung der Plattform zusätzlich zu den mobilen Endpunkten wie Smartphones und Tablets, dass wir da eben auch Laptops jetzt mit dieser Lösung versehen können. Hierbei ist angemerkt, dass es hier ausschließlich um Windows 10 Laptops handelt. Also die Apples sind diesmal außen vor. Korrekt. Heißt das. Okay. Bis jetzt, das ist aber auch ein sehr, sehr guter Hinweis.
aufgrund der eSIM-Thematik, die immer mehr einen Weg findet, jetzt auch in den deutschen Markt, sind wir bereits in dem Beta-Test, diesen auch für MacBooks anzubieten. Das hat noch keine Marktreife, aber das wird sich auch im Hinblick auf die Roadmap, die Wandera hat, wird sich dieses auch in der nahen Zukunft, werden wir diesen Service dann auch zusätzlich zu den Windows 10 Laptops auch für MacBooks anbieten, in Kombination mit der eSIM-Technologie. Gut, merken wir uns. Auf der jetzt ausliegenden Slide würde ich gerne kurz darauf hinweisen, dass es sich hierbei um eine Slide von Gartner handelt, wonach alle führenden Analysten, Gartner, IDC, aber auch Forrester, sehen Wandera mit der Mobile Threat Defense, dafür steht MTD, mit der Security-Lösung, werden wir dort als Marktführer geführt und aufgezeigt werden, sodass wir hier nicht nur Themen wie klassische Endpoint Security abdecken, sondern auch Themen wie Content Filtering, App Vetting, aber auch Themen wie Anti-Mobile Phishing, dass diese in Echtzeit adressiert und auch bekannt gemacht werden, sodass ich Unternehmen in die Lage versetze, aktiv Themen zu adressieren und somit nicht nur reaktiv, sondern eben auch proaktiv mich gegen eben diese Gefahren wappne und sicherstelle, dass mir hierdurch kein Schaden entstehen kann. Letzte Slide und dann würde ich auch schon gerne gleich in die Live-Demo einsteigen. Ich würde gerne, am liebsten mache ich das immer mit Endgeräten, nicht wie in diesem Fall jetzt heute, wo es mein eigenes ist, sondern am liebsten mit Endgeräten von Kunden oder auch Partnern, die im Idealfall schon eine Endpoint-Lösung verwenden, um sicherzustellen, dass hier der Unterschied klar gemacht wird. Wichtig bei Phishing-Attacken ist, dass diese Gefahren in Echtzeit identifiziert werden. Um diese Attacken in Echtzeit zu identifizieren, bin ich zwingend auf das, was wir Multilevel-Architektur benennen, angewiesen. Soll heißen, ich habe die Einsicht auf dem Endgerät, aber auch die Einsicht in die Daten, die sich zum und vom Endgerät wegbewegen. Nur die Kombination aus beiden erlaubt es mir, in Echtzeit unbekannte Gefahren, Zero-Day-Threats, worunter dann eben auch die Zero-Day-Phishing-Attacke fällt, diese zu identifizieren und ich nicht im Hintergrund warten muss, bis irgendwelche Phishing, Anti-Phishing-Datenbanken, die von Google Analytics, WebSphere und wie sie alle heißen, bis diese abgedatet werden, auf den jüngsten Stand gebracht werden, sondern ich habe die Möglichkeit mit Wandera mich von diesen Reglementationen zu befreien. Auch hier sei angemerkt, dass ich durch die mobilen Betriebssysteme, wenn ich eine Architektur verwende, die nicht der Wandera-Architektur gleicht, sondern eine reine Endpoint-Lösung mit sich bringt, bin ich zwingend auf das angewiesen, was das Betriebssystem mir erlaubt bzw. zulässt. Im Falle von Phishing ist es so, dass ich hier eine Reglementation des Betriebssystems habe auf 40.000 bekannte URL-Phishing-Domains. Bedeutet, die 40.000 und erste kann nicht identifiziert werden, bis diese bekannt gemacht und in den Datenbanken aktualisiert wird. Hier kommt die Multilevel-Architektur zum Tragen und wie das Ganze dann auch in sehr, sehr rudimentärer Art und Weise aussieht, will ich Ihnen kurz anhand meines eigenen Endgeräts zeigen, in Kombination mit Dropbox, um auch hier zu zeigen, wie einfach es ist, nicht nur an Username und Passwort zu gelangen, sondern eben auch Security-Themen wie Two-Factor Authentication, diese aktiv zu umgehen. Das ist super gut. Also hier steht nicht nur die Behauptung im Raum, dass wir können das alles über Wandera, sondern jetzt zeigen Sie uns das auch, wie das vonstatten geht, wie es in der Tat umgesetzt wird und wir die Warnung bekommen. Korrekt. Ich werde jetzt kurz versuchen, meinen
Bildschirm zu zeigen, okay. Das ist jetzt der Bildschirm des Smartphones. Rechts. Gut. So, ich hoffe, man kann meinen Bildschirm sehen. Ja. Sehr gut. Das heißt, was ich hier machen werde, ist eine Kombination aus der Plattform, die meine Kollegen aufgesetzt haben. Wir nennen diese Haxo. Hier habe ich die Möglichkeit, mir verschiedenste Szenarien zu überlegen bzw. auszuwählen, sodass ich hier behaupten könnte, ich wäre von Microsoft, von Dropbox, Salesforce, LinkedIn. Da gibt es verschiedenste Szenarien. Google, ich will, um das Thema Two-Factor Authentication zu zeigen, gerne das Dropbox-Szenario nennen. Somit würde ich hier eine Attacke launchen. Hierzu würde ich das Gerät des jeweiligen Nutzers dann auch aufsetzen. In meinem Falle handelt es sich um ein iOS-Endgerät, würde meine Telefonnummer vergeben und würde die Attacke launchen. Jetzt sollte ich hoffentlich eine Notification bekommen, ganz genau. Das heißt, ich bekomme hier, zum einen sehen Sie das oben unter Dropbox, werde ich hier kurz zeigen, sich die Textnachricht, die jetzt vom System erhalten wurde, sich nahtlos in die Kommunikation mit Dropbox einfügt. Das wäre genauso, wenn wir das über Microsoft machen oder eine der anderen Plattformen, fügt sich diese nahtlos der Kommunikation ein. Ich muss hier lediglich, werde hier aufgefordert, dass eben eine neue Benachrichtigung vom Dropbox-Administrator an mich gesendet wurde, mit der Bitte, den Link zu klicken, was ich hiermit auch tun werde. Wir sehen hier oben, dass es sich hierbei, zum einen haben wir dieses Padlock, heißt, dass es sich hier um eine gesicherte Verbindung handelt, zum anderen aber auch ein Dropbox-Update.com, also eine Seite, die dem User Glauben macht, dass es sich tatsächlich um eine echte Seite von Dropbox handelt. Ich werde hier kurz meine Daten eingeben, die wir dann gleich auch sehen werden. Würde auf Sign-in gehen und in derselben Sekunde sehen Sie hier hoffentlich auf der linken Seite, dass nun die Daten, die ich verwendet habe, hier automatisch angezeigt werden in Echtzeit. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt werde ich hier über die Dropbox-Seite nach meiner Two-Factor-Authentication gefragt. Diese werde ich jetzt hier einfügen. Wird hier in Echtzeit angezeigt werden. Und was ich jetzt auch damit erreichen kann, ist, wenn ich der Hacker bin, der Böses will, klicke ich hier auf Open Account. Und dann sehen wir hier oben, wählt sich die Lösung automatisch in den Dropbox-Folder ein. Jetzt ist meiner, da ich ihn gestern erst neu gestartet habe, noch leer. Aber Sie können sich vorstellen, wenn hierbei es sich um Dropbox handelt, das im Unternehmensumfeld verwendet wird, habe ich hier als nicht autorisierter Hacker sofort Zugriff auf alles, was sich in den Dropbox-Folder verbirgt. Ich kann hier auch einen Schritt weitergehen, indem ich, wenn ich die Username und Passwort weiß, kann ich mir auch versuchen, Zugriff auf das E-Mail-System zu geben. Und wenn ich Zugriff auf das E-Mail-System habe, kann ich beginnen, alle E-Mail-Passwörter zurückzusetzen. Und kann somit den Schaden erheblich intensivieren und nicht nur, wie in unserem Beispiel, auf Dropbox gerichtet haben. Also was ich jetzt hier gerade gelernt habe, ist, dass man tatsächlich glaubt, die Seite, die mich da anfunkt, die ist gesichert, einmal durch das Schloss und zum anderen auch, ist das alles sehr, sehr echt dargestellt. Und man kommt gar nicht drauf, dass man hier gerade gehackt wird. Korrekt, das ist auch das ist auch die Idee dahinter. Ich kann hier noch kurz zeigen, dass ich, wenn ich hier auf das X klicke, werde ich auf die auch hier richtige Seite von Dropbox.com umgeleitet werden, sodass ich als User hier maximal jetzt anfange zu sagen, wieso muss ich mich jetzt nochmal einsignen? Und ich mache das natürlich. Das Ganze ist, was ich auch immer wieder sage, wenn ich diese
die Präsentation halte. Versuchen Sie es aus dem Blickwinkel des Standard-Users zu sehen, der unterwegs ist, der im Prinzip lediglich den Anweisungen, die er auf das Endgerät erhält, denen Folge leistet. Mittels der Tatsache, dass ich hier auf einem Smartphone oder aber auch Tablet agiere, habe ich den Nachteil gegenüber einem Desktop-PC oder auch einem Laptop, dass ich von der Bildschirmgröße hier limitiert bin, um Themen vielleicht besser nachvollziehen zu können oder intensiver mich damit auseinanderzusetzen. Somit ist hier die Tatsache des mobilen Arbeitens wird hier quasi ausgenutzt, um Mitarbeitern, die sich unterwegs befinden, schnellstmöglich wieder Zugang auf diverse Seiten und Services zu gewähren, wie Sie vielleicht in dem Fenster, werde ich ganz kurz zeigen, in dem ich meine Telefonnummer eingegeben habe. Ich mache es hier an dem Beispiel mit Microsoft, will ich es ganz kurz zeigen, dass ich hier auch die Möglichkeit habe, das Wording zu verändern. Das heißt, ich könnte anstelle von "You have a new notification from your office", man könnte hier auch die Ansprache ändern, um zu sagen, bitte hier schnellstmöglich einwählen, um weiterhin Zugriff auf Microsoft 365 Services zu haben, aufgrund eines administrativen Vorfalls. Sodass ich hier dem User versuche glaubhaft zu machen, dass er sich doch umgehend bitte anmeldet, um nicht, was Microsoft Services angeht, abgeschnitten zu werden. Herr Feil, aber was macht denn jetzt Wandera mit dieser Attacke? Wandera würde in Echtzeit, das habe ich jetzt deinstallieren müssen, sonst hätte die Demo nicht stattfinden können. Was wir in diesem Falle machen, ist, dass wir in Echtzeit einen Abgleich fahren zwischen dem initialen Request und aber auch dem bekannten, in dem Falle jetzt Microsoft oder Dropbox-Seiten. Das heißt, wir würden identifizieren, dass es sich hierbei um eine Diskrepanz handelt, würden den Administrator darüber in Echtzeit informieren, aber auch den User, um ihm zu signalisieren, dass es sich hierbei mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um eine Phishing-Attacke handelt, aufgrund der verschiedenen URLs, die hier verwendet werden. Und wir würden dann auch dem Administrator, aber auch dem User detaillierte Informationen geben, wieso unser Service der Meinung ist, dass es sich hierbei um eine Phishing-Attacke handelt, indem wir beweisen, dass sich diese URLs von den richtigen, korrekten URLs substanziell unterscheidet. Danke. Zu guter Letzt hier ist es nicht nur eine Frage der Benachrichtigung, sondern eben auch eine Frage dessen, um hier in Echtzeit agieren zu können. Wir geben dann dem Administrator entweder mittels EMM-Integration oder Wandera Standalone, mit EMM-Integration meine ich die Schnittstelle zum UEM, EMM, oder aber auch als Standalone habe ich dann hier die Möglichkeit, gewisse Policies vorzudefinieren, dass wenn eine Phishing-Attacke identifiziert wird, was ist dann die Aktion, die automatisch getriggert werden soll. Somit habe ich, was den administrativen Aufwand der Lösung angeht, ein minimales Zutun vom Administrator zu erwarten. Das kann alles vordefiniert werden, sodass das System automatisch gewisse Themen durchsetzt. Als Beispiel, was häufig passiert ist, wenn Phishing-Attacken identifiziert werden, wird dieser Service geblockt. Wenn Themen wie Jailbreak oder auch Semi-Jailbreak identifiziert wird, ist häufig so, dass auf Kundenseite dann das Gerät in Quarantäne verschoben wird, bis eben das Gerät wieder in seinen Ursprungsstatus zurückgeführt wird. Und das passiert eben automatisch und bedarf nicht eines händischen Zutuns eines Admins. Korrekt. Das ist automatisch und ganz, ganz wichtig in Echtzeit. Ja. Bevor hier Passwort und Username oder aber auch dieser sechsstellige Two-Factor-Code versendet wird, wird die Datenverbindung unterbrochen, sodass ich als Dritter nicht an diese Daten kommen kann. Herr Feiler, ich fand dieses kleine Beispiel, die Demo, sehr, sehr hilfreich und anschaulich. Ich würde gerne nochmal auf einen
Punkt zurückkommen, der da heißt Limitierung des Datenvolumens. Es geht ja viel verloren, viel wird über Gamings und sonstige Geschichten verbraucht. Welche Möglichkeiten bietet da Wandera an, um genau das in den Griff zu bekommen und zu begrenzen? Gute Frage. Wir haben hier die Möglichkeit, ich hatte das eingangs kurz erwähnt gehabt, wir haben hier die Möglichkeit, gewisse Datenvolumina zu vergeben, sowohl im Inland als auch im Ausland. Wir können dieses auch länderspezifisch vergeben, sodass wir hier zum einen den Datenvolumina, die Sie in Ihren Tarifen hinterlegt haben, dass wir diese duplizieren und Ihnen dabei helfen, in Echtzeit die Kontrolle darüber zu erhalten. Bedeutet, wenn wir als Beispiel 1 Gigabyte als Limit vergeben haben, dann können wir die Lösung auch so aufstellen, dass wir ab dem ersten Megabyte nach Erreichen dieses Limits, dass wir hier nur noch von der Firma fest vorinstalliert und vordefinierte Services diese weiterhin aufrecht erhalten lassen. Bedeutet, alles, was als businessrelevant identifiziert wird, kann weiterhin verkonsumiert werden. Alle Themen, die nicht als businessrelevant identifiziert werden, diese würden dann geblockt werden in Echtzeit, bis der Mitarbeiter neues Kontingent hat oder aber auch er sich im Wi-Fi einwählt. Somit hat er jederzeit gerne. Das heißt also, es gibt nicht nur an oder aus, sondern es gibt auch einen Zwischenschritt, wo man sagen kann, das ist noch erlaubt und das eben nicht mehr. Also das steuert ja oder hilft ja dann auch bei der Kostenkontrolle. Korrekt. Das wichtigste Anliegen ist, wir wollen den Mitarbeiter weiterhin produktiv halten. Wir wollen aber auch sicherstellen, dass Sie als Unternehmen in der Lage sind, die Kosten im Griff zu halten, Mitarbeiter dahingehend zu enablen und zu ein Verständnis zu generieren, wofür Daten verbraucht werden und diese dann auch im Sinne des Unternehmens fortweg anzuwenden und diese dann auch so aufzusetzen. Okay. Herr Feiler, wir sind ja soweit am Ende mit unserem kleinen Webinar. Was müssen wir uns mitnehmen? Welche Punkte, 3 Stück, nehmen wir uns mit? Gut, erster Punkt wäre, Wandera verschafft ein granulares Verständnis für die mobilen Daten und kann damit 3 Themenblöcke abdecken. Zum einen halten wir die Kostenseite im Griff, klassisches Expense Management. Wir können sicherstellen, dass die Lösung im Sinne Ihrer Datenschutznutzungsrichtlinien aufgesetzt ist, Stichwort Compliance, DSGVO-konform. Zu guter Letzt das Thema Security, wo wir in der Lage sind, Echtzeitschutz für das mobile Endgerät und die Daten zur Verfügung zu stellen, sodass Sie als Nutzer, aber auch als Unternehmen proaktiv sich dementsprechend aufstellen können und nicht nur reaktiv auf Bedrohungen zu agieren. Wunderbar. Herr Feiler, vielen Dank. Ich möchte nochmal ergänzen, die Daten, die da in der Cloud unterwegs sind, die sind in der Open Telekom Cloud und das ist die Cloud der Deutschen Telekom und insofern auch besonders sicher. Und Sie hatten es gerade schon gesagt, Datenschutzgrundverordnung ist selbstverständlich eingehalten. Und ja, wichtig ist eben, dass wir diese Möglichkeit, das Angebot auch nutzen können. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie komme ich denn jetzt an ein solches Angebot? Meine Empfehlung ist, sich direkt an Ihren Kollegen der Deutschen Telekom, an Ihren Ansprechpartner zu wenden. Die Lösung ist eben im Kontext der Deutschen Telekom ongeboardet als Option Mobile Data Management Pro. Sie haben hier auch die Möglichkeit, die Lösung über Ihren Ansprechpartner bei der Telekom anzufragen und diese für 1 Monat kostenlos zu testen, sodass wir hier Ihnen die Lösung aufsetzen, mit Ihnen zusammen auf die Endgeräte ausrollen, mit denen Sie testen wollen. Sollten Sie wieder erwarten, mit dem Service, mit der Lösung nicht zufrieden sein, können Sie diese innerhalb des 1. Monats kostenfrei kündigen. Es gibt keine Kaufverpflichtung
Alles, was Sie dadurch gewähren, ist Einblicke in Ihre mobile Datennutzung und Sie können sich dann sich selbst ein Bild von der Lösung machen und müssen nicht dem, was wir in Webinars, aber auch in Dokumenten behaupten, Glauben schenken, sondern Sie können sich Ihr eigenes Bild machen. Dankeschön, das ist ein sehr gutes Angebot. Wunderbar. Also machen Sie Ihre mobilen mit SIM-Daten oder mit SIM-Karten ausgestatteten Geräte sicher und schauen Sie sich die Lösung von Bandera an. Und vielleicht nochmal eine Information, die Präsentation werden wir Ihnen im Nachgang des Webinars zusenden und auch nochmal Ihren Ansprechpartner, also den Namen des Ansprechpartners und die E-Mail-Adresse Ihres Account-Managers dazu packen, damit Sie konkret die Gespräche aufnehmen können. Ja, dann bleibt mir nur noch herzlichen Dank zu sagen. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, meine Damen und Herren, und danke an Herrn Feiler. Für meine Begriffe sehr informativ und erhellend. Ja, und beehren Sie uns bald wieder. Sie sind herzlich zu den Telekom-Webinaren eingeladen. Sie wissen, wo Sie uns finden. Machen Sie was draus und bleiben Sie erfolgreich. Bis zum nächsten Telekom-Webinar. Tschüss zusammen.